Eine gefälschte Aufnahme, die Ansgar anscheinend dazu benutzen will, uns auseinanderzubringen. Pass mal auf, Emilio. Das mit uns beiden, das war ganz nett. Aber es ist vorbei. Ein Mann in meinem Leben reicht mir vollkommen aus. Das kann ich kaum glauben. So heiß wie du warst, kannst du doch locker was mit zwei Männern haben. Und dein Verlobter braucht ja nichts von unserer kleinen Affäre zu erfahren. Das wird er auch nicht, denn... Wie hat er das angestellt? Er muss ja quasi deine und Emilios Stimme gesampelt haben. Was für ein Aufwand der betreibt. Erst recht, wenn man bedenkt, dass Ansgar im Moment ganz andere Baustellen hat als unsere Beziehung. Oder was davon übrig ist. Hey, Sebastian. Fass mich nicht an. Das ist ein Trick. Das ist ein Trick. Ich würde niemals mit so einer Witzfigur etwas anfangen. Warum hast du dann Ansgars Handy? Weil er mich erpressen will. Ich finde die Wahrheit raus. Das weißt du doch, oder? Merkst du nicht, dass du hier und jetzt die Chance hast, mir zu beweisen, dass dir noch irgendwas an mir liegt? Hast du eine Affäre mit Emilio? Bereiten Sie doch bitte schon mal den Wagen vor. Champagner kalt stellen, richtig Musik auflegen. Es könnte sein, dass ich den Wahlkampf heute Abend noch mal in die Limousine verlege. Sehr gerne. Hey du, sorry. Willst du dir einen Fuffi verdienen? Was? Jetzt stell dich nicht so an. Der Typ an der Limo, siehst du ihn? Frag ihn nach dem Weg, aber geh nah ran. Den Weg wohin? Was weiß ich? Zum Zoo? Jetzt mach's, sonst ist er weg. Entschuldigung? Ja. Wo geht's denn hier zum Zoo? Zum Zoo? Haben wir eine Vorliebe für wilde Tiere. Ich könnte ja mitkommen und Ihnen Tiger zeigen. Das ist gut. Steigen Sie ein, Frau Sehen. Nee, danke. Lassen Sie mal. Tja. Das Foto habe ich Ihnen gerade zugesendet. Ich wette, da fallen Ihnen eine Menge Überschriften dazu ein. Ja. Ach, übrigens, heute Abend stellt er sein Wahlprogramm im Schneiders vor. Gerne. Alles klar, gut. Wiederhören. Ah, hey. Na, du hast ja so gute Laune. Ja, ich habe einen super tollen neuen Trend rausgefunden, damit bin ich allen voraus. Verrückt? Was ist das denn für ein Trend? Betriebsgeheimnis. Na, verstehe ich natürlich. Ach, ich habe gerade mein Telefon verloren. Ich müsste die Karte sperren lassen. Kann ich gerade mal deins haben? Klar. Ich bring's dir hoch. Ja, bitte. Von Landstein hier. Wer spricht denn da? Tanja ist bestimmt froh, dass ihr Verlobter wieder auf dem Schloss weilt. Oder etwa nicht? Okay. Was weißt du? Naja, man hört, und das mit dem Hören meine ich durchaus wörtlich, sie hat sich was Jüngeres gekrallt. Willst du sie vielleicht bitten, mir mein Telefon zurückzugeben? Das mit der Überraschung für dich hat sich jetzt hier ohnehin erledigt. Was schade ist. Ich hätte mich so auf dein Gesicht gefreut. Halt jetzt einfach die Schnauze, okay? Halt einfach nur deine Schnauze. Was sind das nur für Zeiten? Früher hättest du ihn einfach zum Duell fordern können. Aber jetzt? Sorry. Ansgar, ich brauche mein Handy. Ja. Kim, es ist gut, dass du da bist. Ich konnte deinen Vater auf seinem Handy nicht erreichen, deswegen bin ich persönlich hier. Ich möchte ihn und Gräfin Elisabeth heute Abend zu meiner Wahlkampagne Schneiders einladen. Ich weiß, dass wir beide unsere Differenzen hatten, aber wenn ich den Sprung in den Landtag schaffe, ist ein Neuanfang für alle Beteiligten von Interesse. Ja.
Ja, also wie gesagt, ich werde versuchen, ob ich das einrichten kann. Ich würde mich sehr freuen. Gut. Ja, wie läuft denn der Wahlkampf so? Irgendwelche brandheißen News? Es läuft alles hervorragend. Schön. Dann hoffen wir, dass es so bleibt. Allerdings. Ihr entschuldigt mich, ich muss noch ein paar Hände schütteln gehen. Selbstverständlich. Wir sehen uns später. Vergiss den Champagner nicht. Ach ja. Schön. Lange wird der gute Per nicht mehr grinsen. In spätestens einer Stunde weiß die ganze Stadt, dass er irgendwelche Tussis vom Straßenrand aufgabelt. Nein, ich fürchte, das wird nie jemand erfahren. Warum? Ich habe dafür gesorgt, dass das Foto nicht veröffentlicht wird. Du hast was? Ich habe das Foto extra inszeniert. Soll das heißen, ist es auch noch eine Fälschung? Wen interessiert das? Seine Anwälte, deine Anwälte, die ich bezahle? Wenn sie gewollt hätte, hätte er sie flachgelegt. Hat er aber nicht. Warum bist du eigentlich auf seiner Seite? Kim, ich bin auf deiner Seite, verstehst du das nicht? Wenn du ein gefälschtes Foto lancierst, dann handelst du dir jede Menge Ärger ein. Und du hilfst Mertens damit. Warum gehst du überhaupt zu diesem Wahlkampf? Ich meine, ihr habt euch gegenseitig fertig gemacht, er hat dich erpresst und... Ja, richtig. Der Kerl ist schmierig und gefährlich. Aber er hat wahrscheinlich belastendes Material über mich. Und deswegen bleib ich lieber in seiner Nähe und behalt ihn im Auge. Du hast aber nicht vor, nochmal mit ihm zusammenzuarbeiten. Wer weiß. Jedenfalls möchte ich mir diese Option nicht durch deine dilettantischen Attacken zerstören lassen. Dilettantisch? Der Typ hat versucht, mich anzugraben. Schon wieder. Und? Wie passt dir das? Kim, wenn du jemanden wie Mertens fertig machen willst, dann brauchst du dafür ein anderes Kaliber. Deswegen, lass die Finger davon. Beobachte, lerne und überlass den Kerl mir. Danke, Papa. Schlechte Laune? Nö. Ich bin da in und dummes Kind, was nur schocken kann und das keiner ernst nimmt. Ja, wenn du sagst. Ja, ich sag das nicht, aber Ansgar. Und so wie du dich aufhörst, hat er anscheinend recht. Bitte? Kindliche Trotzreaktionen sind typisch für das Alter von 3 Jahren. Ja, da müsstest du dich ja damit am besten auskennen. Uns beide trennt eine gewaltige Portion Intelligenz und Erfahrung und... Und Arroganz. Ich glaube, daran sind wir uns gar nicht so unähnlich. Ich weiß, wovon du redest. Und darum weiß ich auch, dass du genau 2 Möglichkeiten hast. Entweder du gehst weiter Frust shoppen oder du nutzt die Tatsache, dass dich alle unterschätzen. Denn solange keiner was von dir erwartet, kannst du alle überraschen. Kaffee? Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das zeigt, dass Sie interessiert sind an Veränderung. Veränderung zum Wohle unseres Landes. Ich werde Ihnen heute mal... Was wird das denn? Ich werde Ihnen heute mal ein Programm vorstellen. Ein Programm, das besonders Geschäftsleuten wie Ihnen sehr entgegenkommt. Schließlich. Sag mal, John, ich hätte da eine Frage. Warum sollen wir dafür noch mehr Steuern zahlen? Und die Lautsprecher werden nur über einen Verstärker geregelt. Ja, genau so ist es. Okay, danke. Ja. Ist ein Arbeitsplatz nicht schon Wohltätigkeit genug? Was wird das denn? Du hast doch gesagt, ich soll beobachten und lernen. Und genau das habe ich jetzt vor. Ja, aber ich kann mich nicht erinnern, gesagt zu haben, dass du dich halbnackt aussehen sollst dafür. Ach das. Naja, irgendwie muss ich ja auf mich aufmerksam machen. Und deshalb, meine Damen und Herren, stehe ich jetzt jedem Einzelnen von Ihnen gerne zur Verfügung. Ein wichtiger Punkt. Ich werde ihn in mein Programm aufnehmen. Eventuell können Sie auch mal was für mich tun. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, Kim. Ich hatte den Eindruck, dass du Mertens nicht so wohlgesonnen bist. Ach, als ich das Praktikum bei ihm gemacht habe, da habe ich eben doch eine Menge gelernt. Seitdem finde ich Politik total spannend. Kim, du musst dir niemandem was vormachen. Geh doch einfach nach Hause und such nach ein paar neuen Trends. Mach dich locker, ich bin ja gleich weg. Mertens ist fertig mit Rose Martin. Wir sollten die Gelegenheit mal nutzen. Nein. Frau Rose Martin, schön, dass sich die Gelegenheit ergibt. Sie haben recht, darüber sollten wir sprechen. Ich denke, wenn wir ins... Entschuldigung, tut mir leid, kann ich ihn mal ganz kurz entführen? Ich arbeite gerade, Kim. Ach so, aber ich habe so wichtige Fragen über dein Wahlprogramm. Sie entschuldigen uns für eine Sekunde, ja?
Heute Morgen beschimpfst du mich noch und jetzt flirtest du mit mir. Tu ich das? Ja, ich habe angesehen, dass ich einfach heute Morgen etwas übertrieben habe. Einfach so? Ja, ich bin eine Frau. Ich kann gar nichts dafür. Meine Launen, die gehen einfach mit mir durch. Okay, ich war sauer, Per. Aber ich habe eingesehen, dass wenn ich gegen dich bin, das geht nicht. Also? Was für Spielchen spielst du jetzt wieder? Findest du heraus? Ich warte in deiner Limousine auf dich. Du interessierst dich also für mein Wahlprogramm? Ja gut, das war vielleicht ein bisschen gelogen. Was willst du dann? Ach, ich habe einfach eingesehen, dass Männer wie du immer gewinnen. Dass sie sich einfach nehmen, was sie wollen. Wie machst du das eigentlich? Irgendwie kriegst du die Leute immer dazu, dass sie tun, was du willst. Das liegt daran, dass die meisten dieser Leute einfach nicht sonderlich intelligent sind und sich spielen manipulieren lassen. Naja, die Frauen liegen dir ja sowieso zu Füßen. Eifersüchtig? Habe ich einen Grund dazu? Nein. Nein, das hast du vorne drin ja gesehen. Eine abstoßender als die andere. Vor allem diese Rose Martin. Die wird schon feucht im Höschen, wenn sie nur mich denkt. Hast du kein schlechtes Gewissen, wenn du so über die Leute sprichst? Wieso? Die Leute wollen doch betrogen werden, ist doch nichts Neues. Im Grunde funktioniert Politik so wie jedes andere Business. Es geht darum, aus der Dummheit der Leute Kapital zu schlagen. Da kann ich ja noch richtig viel von dir lernen. Und der Abend ist noch nicht vorbei. Nein, er fängt gerade erst an.